Jeder kennt es aus dem Krimi. Ein mit weißem Overall bekleideter Beamter der Spurensicherung lässt ein Messer mit Blutspuren am Tatort in einem Plastikbeutel verschwinden, klebt ein Etikett auf den Beutel und schickt es zur kriminaltechnischen Analyse. Und dann? Unsere Prüfer haben untersucht, wie die Asservatenverwaltung bei der sächsischen Polizei sowie der sächsischen Justiz aufgestellt ist. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren in den Organisationseinheiten der Polizei mehr als 145.000 Asservate und in den Staatsanwaltschaften mehr als 60.000 Asservate eingelagert. Es geht also nicht um einzelne Gegenstände, sondern um ein echtes Massengeschäft. Für die im Kern gleiche Aufgabe gibt es bei der sächsischen Polizei über Ebenen hinweg viele verschiedene Regelungen mit unterschiedlichen Inhalten. Diese Regelungsvielfalt erachten wir als unnötig und unwirtschaftlich. Wir sind weiterhin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Asservatenverwaltung der Polizei deutlich zu kleinteilig aufgestellt ist. Insbesondere in den sächsischen Metropolen Dresden, Leipzig und Chemnitz existieren eine Reihe dezentraler Einrichtungen. Eine stärkere Zentralisierung gleichartiger Geschäftsvorfälle führt grundsätzlich zu höherer Effizienz. Zudem kritisieren wir, dass die Asservate in den Polizeidienststellen durch unterschiedliche Softwarelösungen erfasst und verwaltet werden. Selbst innerhalb einer Polizeidirektion kommen verschiedene Softwarelösungen zum Einsatz. Die Standorte von Asservatenstellen verteilen sich über ganz Sachsen. In den Ballungsräumen werden Asservatenräume sowohl von der Polizei als auch von der Justiz betrieben. Bei Zusammenlegung und Nutzung von Synergien könnte der durch die Übergabe von Asservaten entstehende Aufwand reduziert werden. Die für die Verwaltung der Asservate eingesetzten IT-Verfahren bei der Polizei und der Justiz sind nicht kompatibel und erschweren eine Verzahnung von Abläufen. Bei rund 30.000 Asservaten, die jährlich von den Polizeidienststellen an die Behörden der Justiz übergeben werden, würden selbst kleine Zeitersparnisse eine deutliche Aufwandsreduzierung bedeuten. Wir sind der Ansicht, dass das Innenministerium und das Justizministerium die Prozesse der Asservatenverwaltung analysieren, optimieren und die wirtschaftlichste Variante umsetzen sollte. Dies kann auch eine gemeinsame zentrale Asservatendatenbank für Polizei und Justiz sein, in der jedes Asservat nur einmal zu erfassen wäre.